ich mache mal so einen auf Yo-Yo, nur Schlagzeug und Mikrofon. Weißt du, und dann kann ich so haben wie ein Rapper. So vor dem Spiegel. Mal schauen, wie das reinkommt. Ich fühle mich jetzt gerade älter. Also die letzte Fetz, Mann. Jetzt musst du aber noch ein bisschen abgehen hier. Gottverdere! Ah, jetzt sind die Schweine wieder am Kiffen, hä? Wir schlafen ins Gesicht ein. Hey Didi, was ist passiert? Was ist nun mal los mit dir? Bist du überstrapaziert, hä? Didi, was geht ab? Arbeitest du zu viel? Ich hab gemeint, du hast 4 angestellt, die Tochter, das ist einer zu viel. Hey Didi, was geht ab mit dir? Warum bist du nicht bereit, am Freitag oben mit mir hier um zu jammen, hä? Ich bin doch extra von Biel gekommen mit dem Zug, SBB, ahoi, jetzt hab ich's GA wieder. Es ist hier in meinem Portemonnaie. Hey, mobile Freiheit ist für mich geschehen. Und bin ich wieder doch mal schockiert gewesen, muss dir gerade eine Geschichte erzählen, was mir da wieder passiert ist. Und ich am SBB-Schalter bin gestanden mit meiner Freundin, wo ich mir hab gesagt, hey, schau mal, wie der Preisunterschied ist zum Kleiden. Oder wo zur ersten Klasse ist, wieder mal ein bisschen untertrieben. Aber hey, ich hab gemeint, die zahlen viel mehr, es ist nicht wahr, nee, hey. Nur 5'100 Franken für erste Klasse Ledersitze, S-Pass und Tanken. Hey, was soll die ganze Scheiße? Wir sind am Stoh im Pendelverkehr jeden Tag. Oho, oho, ey. Was soll die Scheiße SBB? Was soll die Scheiße? Frag ich SBB? Jo, ey. Was soll die Scheiße? Frag ich SBB? Ey, was macht der Konsumentenschutz und der Kostensturz? Jo, Didi, ich seh, du grinsest wieder, ich bin hier mal wieder fett am Grinsen, weil ich seh, ich lache immer wieder mal mit dir und wir sind jetzt hier und du machst mir ein Spray ohne Mikrofon. Oh, jo, jetzt fühle ich mich der krasse Strapper, ey. Ich bin hier und interpretiere vor mir, ey. Mein einziges Publikum bin ich und du und ich wie Koppelbau und Hobby, oh je, yeah, meine. Überall nur noch Werbung, hey. Überall nur noch Werbung, oh. Nur noch Werbung, überall, hey. Oh, oh, Kopf, du und ich und mir ist es geschehen, hey. Weil du mir's wert bist. Weil du mir's wert bist. Okay. Das letzte Mal bist du immer ganz besonders inspiriert, oder? Wie du ja weißt. Und natürlich immer für dich ganz allein auf dem Sofa. Am Chillen. Oh yeah. Oh, du bitte. Tap chi du, das ist nur für dich. Di bitte du. Immer wieder mal zu faul und bin heute voll in Kritikerlaune. Du weisst, hast schon gehört, was ich vorhin alles rausgelassen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Sofa und bist klein nachdenklich verstimmt und denk schon, oh hey, die ganzen Träume, die ich daheim wird haben, in meinem Bett ganz allein. Kurz vor dem Einschlafen wird's mir noch einholen. Dacktitu, yeah, oh, oh shit. Wo bin ich nur? Ah, oh, und die Schläge verfolgen mich, sie kommen mir hinterher. Oh yeah, was passiert um mich herum? Das Leben ist so schwer. Oh Mann, bitte deine und will nicht mehr aufstehen, aufwachen. Ich bin voll verloren und säckle um mein Leben hier in meinem Traum. Und die ganzen Schläge hingen nach. Was ist nochmal los mit mir? Ich finde den Knopf nicht mehr, den ganzen Scheiß abzubrechen. Ich werde mir noch alle Knochen brechen. Oh, ich bin Didi, was ist los? Sitze mir als Schlagzeug und sage, hey, so kann es nicht weitergehen. Ich lege wieder los. Hey, willkommen. Ich bin froh, bist du hier mit mir.
mir heute oben und zusammen werden wir es noch erreichen. Du wirst schon sehen, was wir sind. Oh, oh, oh. Super Musiker, Artisten von je wie ne. Unglaublich grosse muss massen und wenig die Welt an meinem Ego ausmessen. Oh, Titi, du bist da und es freut mich wieder mal. Sind wir hier am Freitag oben mal ganz allein und der Rest von der Band nimmt sich wieder mal frei. Hey Tidi, was soll ich dir noch dazu sagen? Wir sind hier und stieren einfach unseren Kring durch die Wand. Nein, wir haben ja auch ein Mikrofon und unsere Gefühle sind ausgeglichen, weil wir sind nicht den ganzen Tag am Telefon. Du weißt schon, was ich meine, wie der Rest der Welt keine Zeit mehr hat zum Chillen und nur noch da ist. Online, am Onanieren, verbale Umweltverschmutzung, Tele zu kommunizieren, yeah. Telefonitis, das ist klar, aber es ist Telefonitis, Online-Onitis, hey, Telekommunikitis. Die bekommen den Pickel, den Weg, aber das hat er noch nicht begriffen. Oh Mann, wir kommen am Freitag lieber ins Studio als 6. Take the Strip und sind wie 4 Hexed und sind hier am Jammen, yeah. Sogar der Didi ist wieder hier. Hängen wir immer wieder an einer Mauer aufzubauen und verlangen nie mehr etwas Unmögliches von dir. Wollt, dass du noch vor dir so hergrufst wie immer und eh wie je wie ne. Und ich verzeihe irgendetwas, stupid up-to-way. Und das mache ich alles nur, um besser zu singen. Und verstehst, das ist immer noch ein kleines Ringen. Mit mir selber, mit meiner Stimme und meinem Selbstbewusstsein. Doch die Harmonie verleitet mich zu einem besseren Bewusstsein. Dass ich das Mikrofon habe, das meine Stimme verstärkt. Und 100.000 Effekte, die den ganzen Scheiß da. Um mal erträglich machen, noch für die allerletzten Ohren. Darum mach ich mir deswegen auch überhaupt keine Sorgen. Also bleiben mit uns und wir gehen weiter unterwegs, musikalisch wie verhext. Wie verhext. Ja, ja, ja. Ja, Jasmin, grüente. Ich finde es so cool, dass ich von Biel komme, Mann. Das macht mich so. Da kann so, da bin ich einfach ein krasser Rapper, egal ob ich es gut mache oder nicht. Ah! Der Pussis! Ich muss auch ein bisschen krasser werden, wie die Zürich-Jungs. Weißt du, mehr über das Ficken und Titel so reden? Ich habe das gemerkt. Ich bin viel zu intellektuell, ich muss noch ein Ja, Mann, Bitch, du hast so geile Titel, ich schau auf die Ass und ich mache wirklich geil, ey. Das machst du mit so geil, ich weiss, ich muss noch ein bisschen vulgärer werden. Hier unten, ohne vor dem Sterben. Ich bin viel, viel zu frigide, ich muss nicht so viel Joghurt essen. Aha, über Sex lästern ist nicht so einfach auf tiefem Niveau und das dann noch machen. Ah, das kommt gar nicht gut, der Flow ist gegangen. Ich werde doch das Intellektuell. Obwohl Schwanz gesteuert, steuere ich meinen Schwanz. Aber es ist nicht so einfach. Unterste Schublade, unterste Gürtelfach. Innen unbedingt. Du hast mich geschlagen, du hast mich geschlagen. Eins. Bisschen kiffen? Es ist doch cool, wenn man so ein Mic im Hang hat. Eine ganz neue Dimension. Eine neue Grösse. Wie eine Überlegenheit.
Wenn ich nicht eine klobige Gitarre vor dem Haus, einen Bass hängen oder so. Nein, man steht nur und ist fantastisch. Also es ist fantastisch und man fühlt sich fantastisch, eindeutig. Ja, weh, geh nicht zu weit weg von deinem Schlagzeug, Didi. Oh, I'm not sure about this. We won't talk about love. My friend. This is not an innocent. No. Because it's like nature, it's like God, it's like everything. I can't understand. Yeah. You won't talk about love, but I stay in Studio 6 and I won't take this trip, you understand, to fly away. Because I work every day and it's making me tired and I want to sleep every day and every night. So I got sick and I start to be free for 1 week. I try to get over the sky and fly away, take the strip, take the strip. Oh, come on, baby, take the strip, yeah. Take this strip, try to fly. Yeah, wir sind hier wieder mal im Studio 6 am Chillen und du weißt, es geht, nimm Platz, du kennst schon die ganze Geschichte. Es ist nur eine Wiederholung vor Wiederholung, yeah, also nimm Platz und lass dazu. Ich mach dich frei, ich bin so frei, ja, und ich bin da und weiss nicht. Auf Schweizerdeutsch ist der Flow nicht da, so willkommen, hier ist wieder euer Tapet. Lass an und zwei und ich weiß nicht, hier die Stimmung fehlt, also nimm eine kleine Pille und du wirst schon sehen. Es wird dich mutieren und dein Hirn katapultieren, imputieren, Lobotomie exekutieren und du wirst nur noch stumpfsinnig vor dich hinzinieren. Was du sowieso schon tust den ganzen Tag, weil es dir ja nicht so gut geht, also. Ah, entspann dich einfach und nimm diese kleine Pille. So, yo, take the strip, take the strip. Oh, come on, baby, take the strip, yeah. Take the strip and try to fly. Take the strip, take the strip. Oh, come on, baby, take the strip. Take the strip and try to fly. Before him dawn, this is phone, it's James Brown. Und wir geben hier einen auf, was auch immer, und ich bin folder. Scheiß drauf. Didi, was ist passiert? Und der Flow ist gegangen, und wir müssen heimgehen, und der Zug hat gefahren, und ich bin deprimiert. Wir können die ganze Zeit weitergehen. Aber ich bin nicht mehr da, ich bin nicht mehr bereit. Und die Pizza ist schon wieder aufgebraucht. Die ganzen Kalorien verbrannt, was soll das? Die Musik ist ein Dampflok. Ja, und total wirtschaftlich undiszipliniert. Sie braucht viel zu viel Kalorien. Und viel zu viel Drogen, viel zu viel Alkohol. Und viel, viel zu Stunden, ja. Was wir nicht alles investieren, wer soll das alles zahlen? Das zahlt kein Auftritt, du verstehst? Als verschwendete Zeit für kreative Auftritte vor dem Spiegel für uns, ja. Das Ego braucht's und es schmeichelt so, yeah. Darum verlömt die Bühne, oh nee, ja, jeden Freitag sind wir da und kämpfen bis zur letzten Note, verstehst du, aber jetzt hören wir auf, weil das Ende eintritt, yeah. Sogar der Amtmann empfängt nach Räschle, was soll das Rücktritt, wieder müde Politiker, ciao. Yeah. Willkommen zu der kleinen Zahn. Jam Session hier. Wieder mal. Kommt zu 8 Sekunden Intro. Und ich bin noch nicht bereit. Es wird wohl heute gar nicht mehr geschehen. Über die Twin. Doch machen wir mal einen kleinen Test auf dieser Harmonie, die so infiziert. Weil sie ist so cool und fröhlich, doch ein verstimmt und verstörend. Das ist gut so, muss
bist noch müde, du bist noch blöd noch und blöd so. Es wird gut kommen, ich krieg bleib locker und mach vielleicht die Augen zu und muss aus dir rauskommen. Hey, mach dir mal keine Sorgen, um dich herum ist kein Soul. Bist bis noch morgen her, ist doch gleich, wenn der Titel noch kommt. Das ist ja wirklich keine Sorge, nein, es ist sogar noch Bereicherung. Noch viel Stärkung im Krieg ist Sinn, ja. Am Schlagzeug ist wie immer bereit, um drauf los, los und zauern. Und ich hier voll kastriert, amputiert. Mit dieser E-Gitarre hab's nicht kapiert. Bin so eingeschränkt, weiss gar nicht, wie ich soll den Groove da reinbringen. Und doch das macht nicht, macht Augen zu zum Träumen. Yeah, doch das macht nicht, macht Augen zu zum Träumen. Yeah, ferme les yeux. Und weiter langsam, ferme les yeux. Et un peu tout d'adapter, tout, hey Patrick, la prochaine fois je te reprendrai avec Cyril, tu verras. Prendra le train, car moi j'ai l'abonnement général maintenant dans ma main. Quand ça je vais te filer, un stupide tarif, tu vas comprendre que va prendre le train, ça va faire cher. Tout ce temps qu'on va exercer pour faire mieux que les pros d'aujourd'hui qu'on voit à la télé, à la radio, qui se font du pognon, pas comme nous on est là. Genre club amateur, c'est pas club maître. Je te l'ai déjà dit, c'est bien du cœur, tu connais l'histoire. Et c'est l'harmonie, l'harmonie qui va faire voir. Si on va passer à la télé, hey, qu'est-ce que tu sais, on va juste rester ici.